Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zum Testsurfer für die Version 1.01. Der Testsurfer ist online, ihr könnt alle drauf joinen. Den Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir sehen hier direkt ein Replay von mir gefahren im neuen italienischen P43 Bis. Denn was wird uns denn mit der kommenden Version erwarten? Nun, der italienische Tech Tree wird vermutlich komplett ins Spiel integriert. Warum vermutlich? Nun, der Testsurfer sind immer noch Änderungen möglich, aber es ist geplant, den kompletten italienischen Baum ins Spiel zu bringen. Es werden fast ausschließlich Medium-Panzer sein, außer der Tier-1-Panzer und einer der beiden Tier-2-Panzer wird ein leichter Panzer sein. Was kann man grundsätzlich über die Italiener sagen? Tja, Panzerung haben die nicht und je höher die Tierstufe wird, desto tendenziell genauer wird die Kanone. Aber gleich noch mehr zu diesem Panzer hier. Was gibt es noch Neues für die neue Version 1.01? Die Karte Provinz wird wieder ins Spiel eingeführt. Mal gucken, ob ich sie euch noch zeigen kann, ob ich sie jetzt bekomme oder nicht. Sie wird größer sein als die ehemalige Karte und wird natürlich überarbeitet und in HD sein. Was wird noch ins Spiel integriert oder verbessert oder geändert? Premium-Granaten und Verbrauchsgüter, Premium-Verbrauchsgüter werden in Zukunft nur noch mit Silber zu kaufen sein, nicht mehr für Gold. Wargaming bereitet da eine Änderung der ganzen Mechanik vor und der erste Schritt dazu ist, dass Premium-Granaten und Premium-Verbrauchsgüter nur noch für Silber zu kaufen sein werden. Was passiert noch? Nun, der Frontline-Modus, den wir letztes Jahr vom Sandbox-Server schon kennen, wird auch mit 1.01 integriert. Allerdings soll er kein dauerhafter Spielmodus werden, sondern nur hin und wieder zur Verfügung stehen. Warum und wieso lässt Wargaming hier offen? Was ist der Frontline-Modus? Wie wird er auf dem Testsurfer zu spielen sein? Es ist ein Modus für ausschließlich Tier-8-Fahrzeuge. 30 gegen 30, ein Team verteidigt, ein Team greift an. Und es wird 5er-Platoons geben und neue Verbrauchsmaterialien. So viel zu den groben, kurzen Fakten zum Frontline-Modus. Ich werde versuchen, dazu auch noch ein extra Video zu machen. So, und jetzt kommen wir mal hier zu diesem Panzer. Ihr seht schon, ich habe hier gleich am Anfang meine fast kompletten Hitpoints weggeworfen. Wir sitzen hier im Tier 6 Medium-Panzer, dem P43 bis der Italiener. Das Fahrzeug hat eine 90mm Top Gun-Kanone mit 140 Pen auf der AP und auf der Premium-Munition auf der APCR sind es 180. Der Alpha von 240, der ist ziemlich geil, allerdings, also für Tier 6, allerdings hat das Fahrzeug, ja, wie soll ich sagen, so ein kleines Problem, denn 0,40 Genauigkeit ist natürlich nicht wirklich viel. Das ist relativ schlecht. 2,4 Sekunden die Einzielzeit und 7 Grad Gun Depression mit der Top Gun. Mit der Stock Gun sind es 10 Grad. Die Kiste fährt 50 km Top Speed, hat ein Leistungsgewicht von 15,66 PS pro Tonne. Das ist okay, allerdings fühlt er sich, wenn man ihn fährt, schon doch eher wie ein Heavy an. Er dreht nicht ultramäßig schnell und das ganze Paket wirkt sehr, sehr bullig. Allerdings bounce an dem nicht wirklich viel, beziehungsweise gegen Achter halt gar nichts, weil er hat an der Wanne und am Turm frontal 80 mm und die Seiten- und Heckpanzerung sind jeweils noch schlechter. Ich bin denn jetzt hier gefahren, um euch auch auf dem Testsurfer natürlich nicht immer nur die High-Tier-Fahrzeuge zu zeigen. Trotzdem werden wir natürlich gleich auch noch den Achter und auch den Zehner mal anschauen. Ich wollte euch aber auch einfach mal mit den groben Infos dann auch den Sechser zeigen, denn ja, nicht jeder hat direkt die Chance, dann gleich einen Achter von der neuen Linie oder einen Zehner zu fahren. Vermutlich die wenigsten, die jetzt hier mal mit Free XP dann arbeiten werden. Deswegen gleich mal hier auch der Achter. Die Runde auf Ensk, die lief am Ende sehr gut. Allerdings, die Runden, die ich vorher mit dem gefahren bin, waren halt alles Tier 8 Gefechte. Da merkt man sofort, die Hitpoints sind sehr gering. Und die Panzerung ist halt nichts wert. Aber selbst gegen Sechser, wie gesagt, kann man sich ja nicht drauf verlassen. Und
Man muss aufgrund der Ungenauigkeit der Kanone an die Gegner ran, denn dann trifft man auch was. Ansonsten kann man das wirklich vergessen. Ich habe es auf Städten versucht zu snipern, vergesst es. Und ja, das ist halt so ein bisschen die Krux, diese Balance hinzukriegen, dass man einerseits an den Gegner ran muss, aber andererseits halt immer noch eine Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen, damit man nicht so viele Schüsse frisst. Die Italiener werden später eher so Richtung Sniper gehen, die Kanonen werden relativ genau werden, aber auf der Tierstufe hier ist das leider noch nicht der Fall. Die Runde geht jetzt hier relativ gut zu Ende. Wir werden es gleich in der Auswertung noch sehen. Über 2000 Schadenspunkte gemacht, das ist für den Sechser relativ gut. Ich zeige euch gleich noch die Auswertung und dann sehen wir uns gleich in der Garage vom Testsurfer wieder. Und nachdem wir gerade im Replay den P43 Biss gesehen haben, den 6er Medium der Italiener, schauen wir uns jetzt den regulären 8er Medium an, den P44 Pantera, der äußerlich einerseits von der Kanone so ein bisschen an den Scorpion G erinnert, einfach an dieser Mündungsbremse hier vorne, und von der Wanne her so ein bisschen wie der Panther. Also das ist, glaube ich, so einiges vom Panther gemopst an der Wanne. Der Turm nicht ganz so, aber die Wanne auf jeden Fall. Der kommt genauso wie der 8er Premium auch mit diesem neuen Ladesystem daher. Hat 3 Granaten im Magazin und die Stats lesen sich sehr, sehr ähnlich zum Progetto. 90mm Kanone, dementsprechend 240 der Alpha, 212 die Pen auf der AP, 259 auf der APCR. Die Kanone ist relativ genau mit 0,34 und die Einzielzeit von 2,1 Sekunden sind auch ganz ordentlich. Die DPM wirklich ähnlich, auch die Nachladezeiten im Grunde identisch, nur der Intra-Clip-Reload ist, glaube ich, ein Ticken länger als beim Progetto, aber ansonsten sind die Panzer, was Kanonenwerte angehen, sich doch recht ähnlich. Der Turm, 120mm Turmpanzerung, das ist okay. Allerdings im Gegensatz zum Progetto wird hier nicht viel bouncen, denn es ist eine relativ gerade Fläche mit einem leichten Winkel. Also die 120 wären am Ende vielleicht 130 oder so. Also da kommt nicht viel dazu. Das heißt, man kann sich auch bei dem nicht wirklich drauf verlassen, dass hier was bounced. 8 Grad Gun Depression, 1 Grad weniger als beim Progetto. Die Wanne, 80mm, also ja, Pantherwanne, da ist nicht viel dran. Auch da sollten wir uns nicht drauf verlassen, dass da viel bounced. Kommen wir noch zur Mobilität und da sehen wir, die ist richtig gut. Das Teil hat 1000 PS, kommt damit auf ein Leistungsgewicht von 22 PS pro Tonne. Das ist wirklich sehr gut für ein Medium. Und der Topspeed von 60 sind auch entsprechend geil. Das heißt, das Ding ist megamäßig schnell und hat auch keine Probleme, auf diese 60 Kilometer pro Stunde zu kommen. Modultechnisch sind wir hier auch ganz ähnlich wie beim Progetto. Wir müssen uns am Ende halt entscheiden, was uns mehr wert ist, Sichtweite oder Gunhandling. Ganz klar, der Ansetzer und der Stabi sind im Grunde Pflicht. Und beim dritten Modul hat man halt so ein bisschen die Auswahl, ob man da eine Lüftung einbaut oder halt die entspiegelten Optiken. So, und jetzt, nachdem wir uns die Theorie angeschaut haben, schauen wir uns den 8er mal in der Praxis an. Und da sind wir mit dem P44 Pantera auf Westfield, Tier 10. Ich glaube, was anderes werden wir heute auf dem Testserver auch nicht mehr sehen. Beziehungsweise halt Low-Tier-Gefechte. Wir sind oben gespawnt, mein Gott. Das gefällt mir natürlich ehrlich gesagt nicht so sehr, weil ich will jetzt hier nicht mit einem Super Conqueror, einem Progetto 65 oder einem Jagd-E antreten. Deswegen werde ich hier auch relativ schnell die Biege machen. Das ist jetzt nicht unser Kampfgebiet. Wir haben einfach dafür zu wenig Panzerung.
mit 8 Grad Gun Depression könnte man dann zwar kämpfen, aber nein. Also, die, kann, die genaue Kanone gibt auch anderes her. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir mit unseren Pen-Werten hier was machen können. Foch und Skoda sind hier mitgefahren. Das ist schon mal ganz gut, weil das haben wir ein bisschen Backup, wenn hier jemand durch die Stadt durchdrückt. Da ist der Jagd-E. Und müssen jetzt hier nicht auf Gedeih und Verderb irgendwie hoffen, dass wir dann das alleine geregelt kriegen. Okay, da steht keiner. Schon mal einen Blindschuss abgegeben. Das Geile ist halt, dass man jetzt einfach mal easy peasy nachgeladen hat. Und man muss jetzt nicht irgendwie den ganzen Clip nachladen, um wieder voll zu sein. Das ist halt der Vorteil von diesem Nachladesystem, wobei ich ja auch schon in dem Video vom Progetto drauf eingegangen bin. So, ganz hier. Okay, die fahren ganz hinten lang. Alles klar. Nein. Einmal leer gemacht und vermutlich dabei nichts getroffen. So, da oben. Eins, zwei. Ah, das sind ein paar Gegner. Dort haben wir jetzt eine Lorraine. Ich will aber ehrlich gesagt warten, bis ich noch ein bisschen mehr nachgeladen habe. Das hat dazu geführt, dass wir gar keinen Schaden machen. Also es ist nicht ganz so einfach zu erkennen, wann man wirklich die Granaten nehmen sollte. Und wann nicht. Das erfordert schon ein bisschen Erfahrung. Die Lorraine sind im Platoon. Wir haben natürlich das Problem, dadurch, dass wir jetzt hier eine Lüftung drin haben und keine Optik, dass wir von der Sichtweite natürlich ein bisschen eingeschränkt sind. Und ich will jetzt ehrlich gesagt auch... Ja, ja, pff, und? Das ist immer geil, wenn dann... Naja, gut. Wir gucken mal, was wir hier machen können. Ach, guck mal, da haben wir ja schon jemanden gefunden. Da. Hier. Wie wär's denn mal, ihr Helden? So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Das war jetzt wichtig. Und den da jetzt rauszunehmen war genauso wichtig. Deswegen habe ich die Granate auch gleich wieder verschossen. Und den Kill... Lol. Den Kill auf die Lorraine wollte ich mir dann noch holen, aber... Gut. Hat dann nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen nachladen hier. Der Revalorisé ist da jetzt alleine. Und die... Ja, Foch und der Skoda, die stehen da aber noch rum mit Full Life und machen exakt nichts. Puh, naja gut. Wir sind nachgeladen. Ich versuche das Thema mal ein bisschen von weiter hier oben anzugehen. Jetzt auf den drauf. Ne, der ist runtergefahren. Da ist halt noch eine Lorraine. Oder die Arti, okay. Die ist raus. Und jetzt müssen wir nochmal nachladen. Können wir noch einen nachsetzen? Jo, wir kriegen noch einen Schuss in den rein. Und dann ist es noch die Lorraine, die übrig ist. 1800 Schaden gemacht. Haben wir uns halbwegs brauchbar verkauft hier an der Runde. Ich tippe, dass die Lorraine ganz da hinten steht. Da jetzt hinterher zu kommen. Ja, das wird schwierig. Auch wenn wir schnell sind. Aber wir müssen halt hier auch wieder hoch. Und unsere... Okay, wir sind offen. Wo hat die Lorraine sich hingemogelt? Die steht da oben im Gebüsch. Ja, hier den Berg hoch. Dauert natürlich ein bisschen, aber wir sind... Schade. Hätten wir fast nochmal einen Schuss rausbekommen.
Und am Ende bleibt es bei den 1802 Kills, die wir noch gemacht haben. Und da sehen wir auch die Auswertung. Eine dritte Klasse und ein Wirkungsfeuer waren das am Ende. Wir machen 1800 Schaden. Schadenstechnisch Platz 4. Erfahrungspunkte technisch gerade noch so in der oberen Hälfte mit 767. Also solche offenen Karten kommen dem Panzer schon entgegen. Einerseits wegen der genauen Kanone. Andererseits, weil man im Zweifelsfall halt seine Mobilität einsetzen kann. Ja, 17.900 Credits rausbekommen mit Premium. Ohne sind es 8.600. 462 Schaden haben wir noch gespottet. Dafür, dass wir Low-Tier waren, haben wir uns hier, glaube ich, ganz vernünftig verkauft. Also, der P-44 Pantera ist im Grunde sehr, sehr ähnlich zum Progetto, zum Tier 8 Premium. Er hat diese 3-Schuss-Ladeautomatik. Wie gut das dann am Ende ist, muss ein bisschen jeder für sich selber entscheiden. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es einmal ein bisschen raus hat, ist man damit deutlich flexibler als mit einem Autoloader, also mit einem reinen Autoloader. Und von daher macht der auch schon Spaß. Vor allen Dingen, der ist halt wirklich schnell und hat ein verdammt gutes Leistungsgewicht. Da ist er sogar nochmal besser als der Premium. Kommen wir zum Schluss zum Progetto 65. Das ist der Tier 10 Medium, der Italiener. Der hat natürlich auch diese Ladeautomatik. Wir schauen uns gleich mal die Kanone an. 268 Pen, Standardmunition APCR, 330 auf der Heat. Das liest sich relativ, ja, das normal, standardmäßig. Das ist jetzt nichts Besonderes. Eine 10,5 cm Kanone. 360 der Alpha. Das ist ungewöhnlich, weil wir kennen ja normalerweise auf den 10-5ern, also wenn wir uns Leopard 1 angucken, dann hat der 390, der hat halt nur 360, interessante Entscheidung beim Balancing. Die Kanone auch eine 0,34 Genauigkeit, also nicht so ultra genau wie die deutschen Kanonen. 2,3 Sekunden Einzielzeitstock sind jetzt auch nicht unbedingt megamäßig geil. Wenn wir uns den 8er angucken, da ist der da schon besser. Der hat einen 4-Schuss-Magazin und um uns hier mal die effektiven Nachladezeiten anzugucken mit einer 100% Mannschaft, sind das 10, 12, 13, 15 Sekunden. Also für die erste Granate sind es 10 Sekunden, wenn wir die verschossen haben. Wenn wir zwei Granaten verschossen haben, sind es dann erstmal 12 und dann 10. Wenn wir drei verschießen, 13, 12, 10. Und wenn wir das komplette Magazin nachladen, sind es 15, 13, 12, 10. Also ein bisschen länger als beim 8er. Insgesamt sind es 42,92. Das ist aber dann jetzt schon mit der Waffenbrüdermannschaft, dem Ansetzer und der Lüftung. 190 Strukturpunkte, minus 9 Grad Gun Depression, das ist also relativ gut. Der Turm ist auch ein bisschen gesloped, hat aber auch nur 120 mm, also da kann vielleicht mal durch den Winkel was bouncen. Ansonsten würde ich mich da nicht unbedingt drauf verlassen. Die Wanne hat frontal 50 mm, aber ihr seht schon, die ist extremst gewinkelt. Da kann es durchaus sein, dass durch den Winkel dann doch ein bisschen was bounce, auch die Unterwanne. Also schauen wir mal, wie bouncy oder nicht bouncy das Fahrzeug am Ende des Tages ist. Leistungsgewicht schlechter als beim 8er, 18,54 PS pro Tonne, der hat also nur 750 PS. Und Topspeed 65, aber 18,54 sind immer noch relativ gut. Wenn wir aber bedenken, dass ein IS-7 fast auf den gleichen Wert kommt. Naja, welcher Panzer ist da das Problem? Ich glaube, es ist eher der IS-7. Also, ich sag mal, durchschnittliche Leistungswerte, was die Mobilität angeht. Ein guter Topspeed von 65, aber er braucht halt ein bisschen länger als der 8er, um den Topspeed zu erreichen. Tja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ins Gefecht und schauen uns den Tier 10 Medium der Italiener an. Und damit sind wir im Gefecht mit dem Progetto 65. Wir sind auf Himmelsdorf in einer Tier 10 Only-Runde. Und ich bin jetzt schon ein paar Runden gefahren, hatte auch ein bisschen Pech dabei. Was man auf jeden Fall sagen kann, der ist schnell. Der ist nicht ganz so mobil wie der 8er, aber er ist trotzdem sauschnell, dreht gut, auch der Turm. Aber das wird auch parallel direkt zu einem Problem, denn man kommt zwar am Anfang sehr zügig in die Schlüsselposition, aber er hat so einen langen Clip-Reload, dass man am Anfang, wenn man in den Schlüsselposition ist und man bekommt direkt Ziele, nicht gleich auf irgendwas schießen kann. Also kann man schon, aber nicht den kompletten Clip.
weil man noch nicht komplett nachgeladen ist. Da muss man halt ein bisschen, das muss man wissen und halt sich einerseits eine Rückzugsoption halt offen halten und halt wissen, dass man nicht gleich zu Beginn hier einen kompletten Clip rausknallen kann. Aber ich sag mal so, das haben halt Autoloader mit 4 oder noch mehr Granaten im Magazin generell das Problem. Wobei der halt wirklich schnell ist. Ihr seht, wir sind hintenrum gefahren und trotzdem, warum überholt er mich? Kann eigentlich nur sein, dass er einfach rausgelöst drin hat. So, keiner will natürlich da drüber fahren. Jetzt lassen sie erstmal das Objekt gucken. TVP. Ja, 2 Granaten, davon kein Schaden, aber ein bisschen Kettentreffer. Erstmal nachladen, zugehen lassen und dann schauen, was man da unten bewirken kann. Der 65 dort? Nope. So, die Heavy Lane drückt hart. Okay. Getroffen, aber nicht durchschlagen. In die Seite, interessant. Können wir den rausnehmen? Jo. Jetzt hier ein bisschen in Deckung gehen. Badget noch eine mitgeben. Nochmal Spotting Damage abfarmen. So, aber unten ist alles tot. Alle sind über den Berg gepusht. Und wir stehen jetzt hier am Nachladen rum. Schlecht. Und das dauert halt eine Weile. Der pusht ja nicht weiter. Ah, der ist gekettet. Na komm schon. Okay, und jetzt versuchen hier noch irgendwie wegzukommen, um gegebenenfalls den Decap zu machen. Bis dahin sollten wir auch nachgeladen haben. Oh, der FV steht im Cap. Die Heavy Lane wird jetzt von hinten aufgeräumt. Der ist noch voll. Der ist noch voll. Houston, wir haben ein Problem. Der ist noch voll. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ich mich eher um den kümmern muss. Ich will mich jetzt hier eigentlich nicht reinwerfen, aber... wo daraus hinaus, darauf hinauslaufen. Ach, noch einer. Mann, jetzt auch noch der Fahrer tot, der hat sein komplettes Magazin hier reingeklippt. Da haben wir jetzt uns, das war kompletter Einsatz unserer Lebenspunkte. Nimmt er den raus? Ja, okay, er nimmt den raus. Was? Durch wen denn? Irgendwo fährt noch ein anderer Bocchetto rum. Und eine Badge ist auch noch da. Also das war wirklich kompletter Einsatz unserer Lebenspunkte, muss man hier sagen. Trotzdem haben wir dazu beigetragen, dass wir die Runde jetzt hier gewinnen. So, Badge. Entweder sterben wir jetzt noch oder wir können auch was machen. Wir kriegen den Kill noch. Nice. 3 Kills, 3000 Schadenspunkte, 1400 durch Unterstützungsschaden und dabei unsere vollen Lebenspunkte eingesetzt und im Grunde Glück gehabt, dass der FV uns nicht durchschlagen hat. Ansonsten wären wir tot gewesen.
Am Ende ist das hier eine zweite Klasse. Wir bekommen Wirkungsfeuer, Master Gunner, weiß ich gar nicht, was es auf Deutsch heißt, den Schläger und den Defender. Wir machen 3095 Schadenspunkte. Das ist Platz 4, 3 Kills und 986 Basiserfahrungspunkte sind Platz 3. Der Panzer ist schnell. Der Panzer ist mobil. Der hat eine gute Gun Depression. Der hat eine Kanone, die... Ja, da fehlt der Tick Genauigkeit, finde ich. Aber dafür ist es halt ein Autoloader, der relativ lange braucht, um nachzuladen. Und halt auch nur 360 Alpha hat. Also ich gucke jetzt wirklich nochmal drauf. 360, nicht 390. Das ist in der Summe, finde ich, für den 10er... Also da ist ein TVP T50 51 irgendwie angenehmer zu spielen. Der hat zwar nur 320 Alpha, aber der lädt schneller nach. Und der ist von der Mobilität halt ähnlich. Mal gucken. Wir wissen ja, dass der Testserver, dass sich immer noch was ändern kann. Vielleicht wird auch nochmal nachgebalanced. Aber man muss schon mit dieser Nachladeautomatik auf jeden Fall umgehen können. Ansonsten sind diese Panzer nicht ganz so einfach zu handeln. Tagessieg, wir haben ein bisschen Minus gemacht durch die Verbrauchsgüter. Wie gesagt, noch 1400 gespottet. An für sich interessante Fahrzeuge. Ich glaube auch, dass der hier durchaus in der Wanne und auch am Turm was bouncen lassen kann. Und mal gucken, in welcher Form die dann auf den Live-Server kommen. Wie gesagt, Link zum Test-Server in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinung zu diesen beiden, zu diesen drei Italienern in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.